Ja. So, mal wieder zurück zum letzten. Ne, nicht zum letzten, zum nächsten Part. Was spiele ich eigentlich? Genau. Super Mario 64 zusammen mit. Action Man 3033. Oh nein, was machst du wieder hier? Habe ich nicht eigentlich gesagt, du sollst nicht mehr kommen? Echt scheiße, weißt du? Jetzt habe ich schon wieder keinen Bock mehr, weil du dabei bist. Aha. So sieht's aus. Okay, bei welchem Thema. Wo bin ich jetzt hier? Okay, wir waren gestern stehen geblieben bei. Was für ein Thema waren wir eigentlich gestern? Weiß nicht. Moment, ich überlege mal kurz, so lange kannst du weiterspielen. Jo. Aber ich gucke mal kurz, Ja, mach mal. ganz kurz. Ja, Oh, what the fuck. Jetzt bin ich schon wieder ganz unten. ich könnte, Moment, ich glaube, wir waren doch beim Aber nicht bei Thema Schwulen, nee, ne? Das hatten wir schon Nee, hinter das uns. haben wir abgeschlossen. Hatten wir abgeschlossen. Ein ganzes Unterrohr, das ganze Unterrohr und so, haben die anstatt ein schwarzes. Wir waren bei dem Thema Drogen. Oder Stimmt. ob jemand gut drauf ist, wenn er gut Drogen nimmt und danach ihm schlecht ist oder so. Stimmt, ja. Glaube ich auf jeden Fall. Ja, das, ich glaube, da waren wir stehen geblieben. Egal. Weiß ich jetzt halt nicht. ja ich habe gesehen du spielst wie heißt es dieses nette Spiel Truck Ja, Simulator ja, ja ja ja, das spiele ich. Das hast du ja richtig das erkannt. ja das spielst du denn ich ja ich habe auch einen Simulator ja von 2000 Laber weißt Quatsch. was Ja, ja du. Das ist ein Simulator. Ist genauso schlecht wie den du spielst. Okay. Ja, das ist der Train Simulator von 2000. Train Simulator, ach süß. Ach süß, ja, ich habe mich immer dazu interessiert. Ach so. Das heißt, ich gehe Ja. davon aus, du magst Züge, ja? Ja. Gut, gehe ich davon aus, dass du Züge magst. Ja. Okay. Und das stimmt. Das stimmt. Ja. So, ich weiß nicht, wo ich hinfliegen muss, weil ich weiß nicht, ob die Flugkappe jetzt gleich am Arsch ist, ey, weil die ist bestimmt gleich am Arsch. So wie ich mein Glück wieder kenne, ey, geht die gleich wieder aus und dann. Ne? Flugkappe. Ja. Bist du auf Drogen? Nö. Okay. Ich war heute mal auf Drogen, so ganz kurz. Aber jetzt. Jetzt nicht mehr. Ach, ist egal. Jetzt habe ich keinen Bock mehr darauf. Ist ganz okay. NP. Kein Problem. Okay. No problem. Okay. 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 Ich denke auch gerade gar nicht, warum nimmt der Drogen? Ist das ein Spaß? Ja, Aber. also. So, jetzt geht die Flugkappe aus. Aber dagegen habe ich mich ja gesetzt. Nee, die geht nicht aus. Aber jetzt, deswegen hole ich mir jetzt eine neue. Wenn ich rankomme. Was war das? Oh mein Gott, what the fuck? Was ist das? Ich rufe gerade irgendeiner an, ne? Kann das sein? So tut mir leid, ey. Es tut mir so leid. Was Das denn? ist mein Internet, ey. Mein Internet. Seitdem diese Leute von diesem dänischen Dienst dran waren. Sydenergi. Das ist Südenergie, heißt es übersetzt. Ach so. Ja. Und das nenne ich einfach nur Scheiße von denen. Haben immer die Ausschaltung. Entschuldigung. Ja, sorry, wir können da gerade nichts machen. Aber, ey, nee. Kein Bock, ey. Ja, die Ausrede. Ausrede kennt man nicht nur da, wo du herkommst. Ja. Ja, also gibt's auch bei uns in Die Dänen Deutschland. reden viel zu schnell. Die reden viel zu schnell. Ich weiß, denn ich bin selber Deutscher. Denen.
Ich weiß, die Dänen reden viel zu schnell und ich weiß, weil ich bin Deutscher. Das ist diese Redewendung auch da gut. Oh nein. Außerdem habe ich auch so ein cooles Online-Spiel bekommen, ein Computerbildspiel. Ich lese das. Der Herr der Ringe Online. Oh nein. So schlimm. Willst du es haben? Ich könnte es dir per Post schicken. Nein! Yay! Ich bin gerade runtergefallen. So eine Scheiße, weil meine scheiß Flugkappe wieder am Arsch war. War am Ende. Und du bist ganz sicher nicht auf Drogen? Also nö, wie gesagt, war ich heute. Oh. Und ganz sicher nicht jetzt. Nö. Du? Nö. Okay, haben wir geklärt. Ich brauche Drogen. Nein, brauche ich nicht. Ich brauche für den nächsten Part, für Simulator, ich brauche da irgendwie noch ein paar mehr Songs. Ich meine, ich habe jetzt von einem Let's Player von Smash LPS, kann ich ja mal an der Stelle sagen, schon einen Tipp bekommen, aber ich habe bislang nur 5 Songs. Ich meine, nur 5 Songs in meinen Favorites, aber ich will noch ein bisschen mehr irgendwie. Hast du vielleicht noch so ein Wunschlied, Wunschsong? Keine Ahnung. Das FFF-Lied. Okay, in was für einer Version oder in was für einer Sprache willst du denn gerne haben? Deutsch. In Deutsch. Gut, weil da gibt es nämlich verschiedene, gibt es nämlich Bayerisch und so Sächsisch. Ganz normales Deutsch, so wie man es kennt, halt dieses ganz normale Deutsch, wie jeder redet und kein Amerikaner versteht das und fragt nur, also was ganz, du ja, reden? Ja gut, mal schauen, was ich machen lässt. What the fuck? Was du reden? Ich hier nichts zu verstehen. Nee, du nichts verstehen? Boah, ist das kalt bei uns, ey. Minus 6 Grad, ne? Ich hab gehört, es ist in der irgendwie in. Nee, oder. Sibirien minus 70 Grad oder so. Keine Ahnung. Minus 70. Hey. Da sind so Leute erfroren angeblich. Minus 70 geht gar nicht. Nee. Oh, what the fuck. Ja, der Kerl, der mir das erzählt hat, ist auch dumm. Ist ein Mongo-Junge. Ist ein Mongo-Junge. Verrückte Mongo-Junge. Ja. Ja, ich weiß. Sag mir, wo sein Haus wohnt und ich komme hin. Dänemark. Okay, so weit werde ich jetzt nicht fahren. Ich fahre nicht wegen so einem. Du hast ein Auto? Verrückte Mongo. Ja, bald. Bald? Bald. 17, cool. Führerschein. Nö. Meine Schwester hat einen. Das freut mich für sie. Ja, schön, sie ist 18. Schön für sie, ich bin 17. Das ist sehr schön für die. Das freut mich. Ja. Halt dich weg von meiner Schwester. Ja. Also wie gesagt, ich werde jetzt nicht extra wegen dir hinfahren nach Dänemark, ja? Also, das habe ich nicht geplant. Nein. Ey, diese verfickte rote Münze in dieser Wolke. Ja! Jawohl. Ey, den Stern, ne? Ich hab auch beim letzten Mal, ich hab das ja schon vorher mal durchgezockt. Ich hab den Stern nie gekriegt. Ich weiß, dass du nur sagst, wenn sich das nicht interessiert. Ja. Ich weiß das doch. Bitte, lass mich auch verfolgen. Du weißt doch, was Ja bedeutet. Ja, also. Es gibt ein paar Leute, die machen ja und sie meinen das auch so, oder machen ja so im Sinne von LMA. Leck mich am Arsch. Ja, genau, ne? Und dazu gehörst du bestimmt. Ja. So, wo gehe ich jetzt hin? Warum finde ich meinen verdammten Train Simulator nicht? Train Simulator? Das kannst du doch mal let's playen. Ich spiele keine Scheißspiele wie du. Flugsimulator aus einer Kellogg's-Packung. Ja, den kannst du spielen. Flugsimulator. Dann hieß hier noch ein Spiel, das heißt Quark. Quark. Ja, muss man so. Oh, und Nestle Joko. Kennst du das? Ja. Nestle, dieses Produkt. Ja, das kenne ich.
Scheiß Y. Nestle, Joko. Und die Schatzsuche. Vollversion. 2001 Edition. Ja, voll. Das ist das beste Spiel aus 2001, sage ich dir. Super Spiel. 2001er. Mhm, 2001er bestes Spiel, du. Das war damals, haben sie gesagt, das Spiel der Zukunft. Haben sie vorher gesagt, das Spiel der Zukunft. Dann hier noch ein Wildlife Park Simulator von Kellogg's. Okay. Ist das nett? Nein, ist das nicht. Hugo Classic. Naja. Und Disney Spielewelt. Toy Story. CD-ROM, Windows PC und Mac. Cool. Aus 1997. 1997, naja. Das ist eigentlich, hat mir so doll Spaß gemacht. Und ich habe es da noch so ein Spiel, aber das kann ich nicht mehr spielen. Ich weiß, warum die CD will nicht. Dann ein bisschen noch ein Zettel. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung, weg damit. Schön ausmisten während dem Let's Play. Ausmisten Let's Play. Ja. Let's Show ausmisten. Ja, Let's Show ausmisten meinen Schrank. Mein Schrank. Mein Schrank ausmisten. Ach so. Nicht ausmisten mein Schrank. Sims 3. Alarm für Cobra 11. Das Syndikat mit Games for Windows Live. Das habe ich auch eigentlich. Transformers die Rache mit Games for Windows. Das Spiel hatte ich eigentlich auch vor. Also jetzt nicht Transformers, aber Alarm für Cobra 11. Das geht nicht irgendwie. Ich meine. Hier ein Film. Was macht er auch hier? Shaggy Dog. Nett. Shaggy Dog. Der Film. Polar Express. Was macht ein Film hier? Avatar. Der letzte Luftbändiger, der Film. Ah, so ein scheiß Film, ey. Ja. Warum hab ich mir den gekauft? Geld verschwenden. Verschwenden. Scheiße, Geld verschwenden. Ah, ja, hier. Ja. Was hast du noch gefunden? Packendes Abenteuerspiel für Kinder ab 5 Jahren. Boah, das ist ja perfekt für dich. Ja, genau. Alibu und das Geheimnis von Pasiral. Bestehe dein größtes Abenteuer gemeinsam mit Alibu. Wow. Und da ist ein Affe dabei, der irgendeinen Schläger hat, mit dem man schießen kann. Und den spielt. Oh, Geheimnisvoll. Perfekt für Kinder, für dich. Für dich geeignet. Für dich begleite Alibu in einem fantastischen Abenteuer voller Action. Boah, jemand. Verrückte Mongo, Junge. Drei verschiedene Spielarten, vier Rennen mit fantastischen Vehikeln. Plattformspieler in fünf großartigen 3D-Welten. Ja, 3D-Welten. Ja, verrückte Mongo, Junge. Drei Kämpfe mit imposanten Robotern. Drei Kämpfe, best ever. 12 Level voller Abenteuer und Action. Ungebegrenzter Spielspaß in Spielen mit Zeitlimit. Dieses gewaltfreie Spiel entwickelt und schult und die Fantasie und Neugierde eures Kindes. Gewaltfrei. Okay. Verfolge den Roboter im Vulkan. Erforsche den Wald und finde die verzauberte Sprechblume. Besiege den Wachrobo. Scheiße. Nein. Das ist so voll gewaltig. Kann man nicht spielen dafür. Verrückte Mongo, Junge. Du brauchst ihn. Doch. Das kannst du schon spielen. Da gibt's bestimmt jemanden, der 5 ist und der das spielt. Weißt du wer? Wer? Du? Chuck Norris. Chuck Norris ist nicht 5, oder? Nee. Er ist. Frankie und Alibu. Frankie, der Hund und Alibu. Ein Abenteuer. Frank-Ei? Der ist verdammt bei Alibu. Ich kenne ihn gar nicht. Ja, ich auch nicht. Du musst das ja wissen. Wo sind meine restlichen Scheißspiele? Da ist sich immer ein Training simuliert. Ach ja, auf dem Dachboden. Da kann ich nicht hin. Auf dem Dachboden, super. Mal sehen. Transformers the Game. Das erste. Mal sehen. Eine Softgun. Was macht meine Softgun hier dann? Egal. Iron Man, der Film. Iron Man, das erste Spiel habe ich auch, aber das will ich nicht mehr. Iron Man, das zweite Spiel habe ich auch. Das will aber nicht mehr. Iron Man. Doch, das will. Doch, das will noch, aber. Ah, jetzt sind meine Wii-Spiele hier. Ich zähle. Ja, meine Wii-Spiele. Ich habe eine Wii, na und? Ist scheiße, aber egal. Virtual Konsole. Transformers Dark of the Moon, Stealth Force Edition. Siehste? Mit einem Spielzeug. Ja. Ist scheiße.
Ist scheiße, man kann sich nicht verdammt nochmal als Roboter vertransformieren. Man kann nur ein scheißes Auto sein. Und ein Auto mit Waffen. Ist scheiße. Iron Man 2. Nein. Ja, ganz toll. Harry Potter, die Jahre von 1 bis 4. Lego. Lego Star Wars 3. Die Clone Wars. Wii Music. Guck mal, du hast so viele Spiele, die du Let's Playen kannst. Wie? Ich kann Wii nicht Let's Playen. Also, Grabbers in Arms. Grabber? Nee, ne? Was denn? Nein. Schade. Schade, schade. Wie jetzt? USB? Was meinst du? Warte mal. Du kannst ja so ein USB Grabber holen, den kannst du ja an die Wii anschließen. Da gibt es ja verschiedene Tutorials ist auf YouTube, kannst du dir angucken, wie man das so anschließt. Ich weiß. Oh, meine Heizung ist warm. What the fuck? Ja, Heizung ist warm. Ja, oh, die steht auf 3. Wer hat die auf 3 gestellt? Das muss ich auch sagen. Das bist du. Ja, das war ich. Mal sehen, was hier noch ist. Nintendo DS. Filme und eine leere Chipsdose. Cool. Ja. Oh, meine Luftgewehr-Schussplatten, wie viele Punkte ich habe. 10. Weißt du? Ah, Luftgewehr. Ja. Ah, okay. Ich bleib jetzt genau an der Stelle, wo ich nächstes Mal weitermache, weil, weißt du, es reicht mir langsam auch mit dir wieder. Du nervst einfach nur. Weißt du das eigentlich? Hab ich jetzt eigentlich schon gesagt, dass du nervst? Nee, ne? Nein. Ja, jetzt bist du schockiert, ne? Jetzt bist du schockiert, Vitali, ne? Jetzt sag sie nichts mehr. Fertig, du Mongo, Junge. Tja. Na, dann nicht. Ja. Was ist? Fertig, du Mongo, Junge. Ich war gerade weg. Fertig, du Mongo. Warum warst du weg? Weil ich's kann. Kannst du nie machen. Das kannst du nicht. Es gibt nur einen, der das kann. Chuck Norris kann das nur. Und du nicht. Wie sind die Chuck Norris? Du auch nicht. Du sei ein Mongo-Junge. Oh, nee, den Stern wollte ich gar nicht. Siehst du, jetzt habe ich wegen dir einen falschen Stern fast geholt. Oh Mann, Leute, weißt du. Also wie gesagt, ich werde jetzt hier auch beenden. Ich mache dann hier mal in ein paar Wochen irgendwann weiter, weil es reicht mir langsam mit dir, okay? Willst du vielleicht noch was sagen zum Abschied? Du, Mongo. Gut. Verrückte Mongo. Bis dann, Kinder. Bis dann, tschüssi, Kleine. Yeah. Tschüssi. Verrückte Mongo. Verrückte Mongo, Junge.